So, jetzt Fortsetzung unseres Versuchs. Wir haben mal gemessen, wie schnell eine Schaukel schaukelt, und zwar hin und zurück. Auf hier schaukeln, ein paar Mal hin und her. Wir wollen wissen, ob die gleiche Geschwindigkeit immer wieder anliegt, und zwar beim Vor- und beim Zurückschaukeln. Das werden wir gleich sehen. Das lässt sich machen. Wir können das nämlich wie folgt machen. Wir schauen uns das mal an und gucken auf die Sekunden. 2, 3, 4 und jetzt müssen wir 1, 2, 3, 4, 5. Merkt ihr was? Aber es dauert länger nochmal. Hier kommen wir nicht mit Bild für Bild aus, aber hier kommen wir damit aus, wie schnell das hin und her geht. Und da immer wieder der gleiche Takt ist, können wir davon ausgehen, ohne genau zu messen, das können wir dann nochmal Bild für Bild machen, wie die wahre Geschwindigkeit anliegt. Und dass die Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit der Schaukel wirklich gleich ist. So, nächstes Video. Jetzt wollen wir Folgendes bestimmen. Mal sehen, ob das Bild auch schon kommt. Ja, und zwar, wir wollen hier bestimmen, wie schnell ist die Bahngeschwindigkeit. Das ist ja eine Kreisbahn, die unsere Versuchsperson hier durchlebt. Irgendwann habe ich gesagt, loslassen. Ich meinte allerdings die Männer, die anschieben. Und dabei hat sie selber losgelassen, unsere Versuchsperson. Aber die Kreisbahngeschwindigkeit, das können wir wieder mit den Sekunden machen. Ja, leider war Loslassen schiefgegangen. Wir gucken nochmal. Und zwar gleich vorgespult. Und jetzt gucken wir auf die Sekunden. So, bumm, das war's. gut, wir haben Folgendes festgestellt. Wir haben nämlich die Sekunden gezählt und die Sekunden. Wir haben die Sekunden gezählt und haben uns dann gesagt, okay, dann müssen wir in diesen Sekunden, die diese Drehung ausgemacht hat, also einmal rum, hieß achtmal rum, schreibe ich jetzt mal hin, und das Ganze in 12 Sekunden. 12 Sekunden. Jetzt weiß ich aber, weil ich das schon mal gemessen habe, das ist ein Radius von 1 Meter gewesen. Und jetzt können wir ganz leicht ausrechnen, wie ist der Umfang von dem Kreis. U ist Pi mal d. D ist es 2 Meter. Pi nehmen wir als 3,14. Das reicht dicke aus. Und das wird U sein. Also der Umfang ist 6,28 Meter. Ist der Umfang. Heißt aber, wenn sich unsere Versuchsperson in 12 Sekunden 8 mal rumbewegt hat, sagen wir, wir nehmen den Umfang mal 8. Fangen wir mal damit an. Also 6,28 mal 8 als Nebenrechnung 8 mal 8 64, 8 mal 2 16 plus 6 ist 22, hier eine 2, 8 mal 6 ist 48 und 2 sind 50. Einverstanden, wir nehmen 50 Meter. Einverstanden? Das reicht uns. Also U ist ausreichend genau 50 Meter. Das ist unser Zwischenergebnis. Jetzt wird es spannend. Jetzt sagen wir gut. Wenn sie sich 50 Meter, zwar auf einer Kreisbahn, aber 50 Meter lang bewegt hat, in 12 Sekunden, dann können wir auch die Geschwindigkeit ausrechnen. V ist S durch T, wissen wir ja. Also ergibt sich 50 Meter in 12 Sekunden. 48 durch 12 ist 4. V ist rund ausreichend, für uns reicht das jetzt, 4 Meter pro Sekunde. Wie kommen wir da drauf? Moment, 4 Meter pro Sekunde ist schon ganz schön schnell. Wie viele Kilometer pro Stunde sind das? Ganz einfach. Um von Meter pro Sekunde auf Kilometer zu kommen, wandeln wir einfach um und sagen, V ist gleich. Die 4 müssen wir lassen. Wenn ich hier Kilometer hinschreibe, dann muss ich was machen? Mal 1000 nehmen, ne? Jetzt habe ich Kilometer draus gemacht, ne? So, und eine Stunde sind 3600 Sekunden. Einverstanden? Mal sehen, was bei rauskommt. Jetzt können wir schon mal hier die Nullen wegstreichen, paarweise, das kennt ihr ja. Und die 4 und die 36 kann man kürzen. Kürzen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, kürzen. Und jetzt bleibt bloß noch 10 durch 9 auszurechnen und das ist leicht. Das ist rund 1. Aber hier stimmt was nicht. Was stimmt hier nicht? Also besser gesagt, ich habe da nicht aufgepasst. Wenn man den Überschlag macht, und das kann ich euch nur empfehlen, rund 1 Kilometer pro Stunde, das war uns zu langsam. Und wir haben den Fehler entdeckt, der steckt hier drin. Nochmal. V ist gleich 4 mal die 1000 Meter. Okay, das könnte ja gehen. Aber stimmt das? 1 Meter ist
1000 Meter? Ein Tausendstel Meter, ne? Ein Tausendstel Meter geteilt durch, und jetzt haben wir den Fehler entdeckt, ein 3600stel Sekunde. Ich habe einen Doppelbruch. Der Doppelbruch ist ganz einfach aufzulösen. Wenn man etwas teilt, kann man sagen, das machen wir mal, 4 mal 1 durch 1000, das schreiben wir so, das sind 4 Tausendstel Meter. Und jetzt durch ein 3600stel muss ich sagen, mal 3601stel Sekunden. Oder wie? Können wir hier Sekunden hinschreiben? Ein 3600stel Sekunde. Merkt ihr was? Hier stimmt was nicht. Hier ist was schiefgegangen. Was ist hier schiefgegangen? Hier, guck doch mal. Nicht alles so hinnehmen. Bis denn. Moment. Ja, ich habe euch schon wieder einen untergewuchtet. Hier, Kilometer. Aber dadurch lernen wir ja was. Und hier ein 3600stel Stunde ist eine Sekunde. Und dann stimmt das nämlich. Dann haben wir hier Kilometer, wie sich's gehört. Und hier haben wir Stunde, aber die Stunde, die muss unten drunter. Also die dürfen wir hier nicht hinschreiben. Die stand unterm Bruchstrich, also muss er da auch wieder hin. Jetzt wird es leicht, jetzt können wir jetzt, das ist ja das Schöne, paarweise die Nullen wegstreichen. Jetzt kann man sagen, 4 mal 36 durch 10, das geht am leichtesten. 4 mal 36 ist 4 mal 30, 120, 4 mal 6, 24, 144. V ist gleich 144 durch 10, geht leicht, 14,4 Kilometer pro Stunde. Das ist schnell. Das ist so schnell, wie eine Omi mit dem Fahrrad fährt im Allgemeinen. Omis fahren meistens 15 km/h. Gut, also, das hätten wir jetzt erstmal. Die Kreisbahngeschwindigkeit, die kann man ermitteln, indem man sagt, ich nehme einfach den Umfang. Und der Umfang ist rund 6 Meter gewesen. Und wie oft bewege ich mich in einer Sekunde rum? Und das haben wir gesagt, sind rund 50 Meter. Haben das durch 12 Sekunden geteilt. Das war die eine Hälfte, hier hat beim Video gucken, die 12 Sekunden gezählt, die andere hat gezählt, wie oft denn unsere Versuchsperson rumgerutscht ist, und dann hatten wir das. Kommen wir zum nächsten Ding. Momento. Ach, jetzt hätte ich ihn ja beinahe gehabt. Hier. Nee. Hier. Das gleiche nochmal. Dürfte klar sein, was passiert. Ob wir jetzt hier nur 15 Kilometer pro Stunde rauskriegen oder ein bisschen mehr oder weniger. Es ist das gleiche Prinzip. Man kann jetzt hier wieder mitzählen, die Sekunden zählen und wie oft er sich rumbewegt hat. Wir werden später uns mit Fliehkräften beschäftigen und dann können wir mal sehen, wie stark der Mann festhalten musste oder die Dame, wie dolle man festhalten muss, und um das festzuhalten, ist schon echt was nötig. Gucken wir noch einen letzten Versuch. Da hat, glaube ich, noch jemand sich zur Verfügung gestellt. Jawohl. Ne? Nochmal das Ganze. Und so weiter. Also, solche Dinge, damit haben wir uns heute beschäftigt. Wir haben Physik zum Anfassen gemacht. Ich denke mal, das können wir jetzt lassen. Jetzt kommt noch die Erprobung für heute Nachmittag. Wasserrakete schnell mal starten. Wir haben nämlich 2 Stück selbst gebaut und die wollen wir heute dem Gott der Fliegerei Hugo opfern. Das heißt, die werden wahrscheinlich im Baum hängen. Denn wir werden die heute auf dem Schulhof starten. So, ich schließe das Video hiermit ab, damit wir jetzt schnell nochmal los können. Auf denn. Tschüss.